Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mal wieder auf Schatzsuche mit den Metalldetektoren und wie ihr sicherlich sehen könnt, es regnet etwas, aber halb so wild. Wir sind ja nicht aus Zucker. Ich habe hier auch schon das erste Signal. Es geht direkt los, aber ist etwas unsauber. Deswegen erwartet nicht zu viel. Nichtsdestotrotz, ich will einfach wissen, was sich unter der Erde befindet. Also, let's go! Ein Stück Eisen. Oh, das Signal ist gar nicht so übel. Ey, da haben wir es, Freunde. Und es ist einfach eine alte Tube. 12.13 Uhr das Signal. Erstmal den Kollegen hier abstechen. Oh Mann, ich habe mich schon so gefreut, ey. Einfach nur Müll. Boah, es lässt sich hier echt so schön graben. Und was erwartet mich? Oh. Nächstes Müllsignal. Müllsignal mit Ansage. Let's go, wir gehen rein. Oh, ich bin wieder ganz nah dran und... Ey, das sieht gar nicht nach Müll aus, oder? Schaut euch das an, Freunde. Mein allererster Knopf. Ist zwar nichts drauf, aber ein Knopf ist ein Knopf und ein Knopf ist ein gutes Zeichen. Wir suchen hier weiter. Da wird sicherlich noch was kommen. Oh yeah. Alter, was ist das für ein Riesensignal? Das muss locker Müll sein. Irgendwie so Alufolie oder eine Dose, irgendwie sowas. Das strahlt meistens ein richtig großes Signal aus, warum auch immer. Naja, wir finden es einfach heraus. Ha, da haben wir es auch schon. Das gibt's ja gar nicht. Müsste eine Signalpatrone gewesen sein, ne? Also das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, hier zu finden. Hier auf der Pferdekoppel, aber das ist eine Signalpatrone gewesen, auf jeden Fall, ey. Unerwarteter Fund hier auf diesem Gelände. Das kann ich euch sagen, Freunde. Freunde, wir haben die Location gewechselt. Wir sind jetzt hier auf einem Acker und ich habe hier direkt das nächste Signal. Boah, das könnte vielversprechend sein. Alter, da ist der Spaten aber ganz schön tief eingedrungen, ey. Hä? Wo ist das? Soll ich noch tiefer graben oder was? Das muss doch echt hier drin sein. Das war schon anstrengend, das sage ich euch. Oh, interessant. Hallo Max. Hallo. Du meinst, das ist so ein Beschlag gewesen, um was zu machen? Das ist aus dem Namensschildchen. Krass. Oha, das hört sich doch leicht vielversprechend an. Nur leicht. Oh yeah. Diesmal muss ich nicht eine halbe Stunde lang graben. Hä, wo ist das? Das muss klein sein. Alter, das ist eine Münze, oder? Labernet. Geil, Mann. Das ist eine richtig alte Münze, glaube ich. Die muss echt alt sein, Alter, ne? Ich glaube, es ist ein Anhänger. Guck mal hier. Oder es ist eine Münze, die als Anhänger getragen wurde. Da oben ist eine Öse. Erstmal kurz im Coinpad hier sauber machen. Ja, das ist eine alte Münze. Geil, Mann. Aber so dünn, wie die ist. Das ist krass, ne? Ja, ein paar hundert Jahre wird die alt sein. Jawohl, das gibt Hoffnung auf gute Funde. Oh, Aimi hat auch was ziemlich Interessantes gefunden. Und zwar schaut euch das mal an. Das sieht hier aus wie ein alter Schlüssel und bei diesem Schlüssel lag auch einfach so eine Art zusammengefallene Truhe. Ich würde mal sagen, ja, lass uns noch mal kurz dahin gehen, dann zeige ich den Leuten das mal. Ja. Also hier ist das Loch und anscheinend war das auch mit einer Tüte bedeckt. Also irgendjemand hat hier irgendwas vergraben. Ein bisschen Porzellan haben wir hier auch gefunden, also so kleine Scherben. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Müllloch, keine Ahnung. Schaut euch das an. Das ist ein sehr kleines Hufeisen, wie es aussieht. Dann haben wir das hier jetzt noch rausgeholt. Also das könnte ein altes Messer sein, ne? Und ansonsten macht der Pinpointer hier auf jeden Fall noch mehr Geräusche. Und wir haben hier auf jeden Fall auch noch mehr Tüte, wie es aussieht. Also schau dich's an. Da ist echt irgendwas vergraben worden. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns den Spaten und graben das mal aus und gucken mal, was wir so finden werden. Das Stück Plane, das liegt doch hier nicht aus Zufall, oder? Alter! Da liegt echt viel Plane. Was geht hier ab? Und wir haben hier auch
definitiv Sachen drin. Boah, das sieht mir jetzt eher nach Müll aus. Aber wir haben hier noch viel mehr. Das kann natürlich auch sein, dass da ein einfaches Müllloch ist. Wir haben hier auch Scherben. Also ich muss wirklich aufpassen, dass ich mich nicht schneide. Handschuhe habe ich jetzt nicht mit dabei. Aber da haben wir noch mehr Metall. Also es kann echt sein, dass hier irgendeine Box oder so vergraben wurde. Also das müssen wir definitiv unter die Lupe nehmen hier. Hört ihr das? Hier piept ja alles eher. Also da können wir auf jeden Fall ein bisschen graben, ein bisschen suchen. Oh, das ist spannend. Hey, guck mal, wie viel Folie. Ich habe das Gefühl, hier muss doch jemand was vergraben haben. Okay. Auch noch hier an dem Baum, Alter. Das muss jemand vergraben haben. Ist halt so viel Müll dabei, ne? Da ist echt schwierig. Das muss man echt genau durchgucken. Nicht, dass man irgendwas übersieht. Schaut euch das an. Hier sind Nägel. Okay. Nägel von der Kiste, meint Amy vielleicht. Guck mal, Alter. Das war ein Löffel. Oder so. Das war auf jeden Fall ein Löffel oder sowas. Schau dir das an, Alter. Das erkennt man schon noch gut. Krass, Mann. Hier. Das hört hier auch nicht auf mit den Signalen, ne? Also, ich bin wieder auf dem Acker, habe auch schon das nächste Signal. Ja, wir haben nur noch Müll gefunden, aber es war schon echt komisch, dass jemand die Mühe gemacht hat, da eine Plane drüber zu legen. Das war die einzige Sache, die mich so ein bisschen verwundert hatte. Naja, war trotzdem interessant. Aber ich glaube, viel interessanter ist es jetzt, was sich hier befindet. Denn das ist kein schlechtes Signal. Das ist wirklich gar kein schlechtes Signal. Also, es kann was Gutes sein. Oh ja, ist auf jeden Fall in diesem Block hier drin, ey. Freunde, das hört sich vielversprechend an, das sage ich euch. Ich nehme alles zurück, es hört sich nicht vielversprechend an. Aber wir haben hier ja direkt noch ein Signal daneben. Das ist auch sehr stabil. Oha, Mann, Alter. Geil. Richtig schön. Das ist auf jeden Fall eine alte Plombe mit einem A drauf und richtig schöner Fund, jawoll. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die sieht echt richtig schön aus, selten so eine schöne Plombe gesehen. Geil. Oh, Amy ist auch mal wieder aufgetaucht. Sie hat, glaube ich, ein Stück von einer alten Glocke gefunden. Ja, okay, so alt wird die nicht sein. Und ansonsten auch hier ein schönes Stück Porzellan. Also ich finde, heute läuft es zwar nicht super gut, aber es läuft auch nicht schlecht. Also, ja, das kann noch gut werden. Na gut. Ich habe schon Hunger. Boah, ich hatte jetzt schon ungewöhnlich lange kein Signal mehr. Jetzt haben wir ein schönes 16er, 17er. Könnte was Gutes sein, könnte aber auch nur Müll sein. Ist ja witzig, Alter. Ist einfach von so einer Bohrmaschine. Also ein Bohrer ist das dann, oder? Wie nennt man das? Boah, so langsam bin ich hier demotiviert. Es kam jetzt nur noch Schrott. Also ich brauche mal wieder was Gutes für zwischendurch, ey. Dass die Motivation ankurbelt. Ich hoffe, ich werde hier was Gutes finden. Ey. Machen wir uns mal auf die Suche hier. Oh ja, ich bin schon dran. Direkt dran, so muss das sein. Ey. Und das ist es nicht. Oh, alter Freunde, das sieht einfach aus wie so ein Mini-Hufeisen. Ist aber kein Hufeisen, sondern... Ey doch, das ist ein Mini-Hufeisen, ich sag's euch. Krass, Mann. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner und interessanter Fund, der mir auch etwas Motivation schenkt, jawohl. Ich habe hier jetzt ein echt unsauberes Signal. Also es wird locker irgendwas mit Eisen sein. Nichtsdestotrotz interessiert mich, was es ist. Das kann ja auch Schraubenschlüssel sein, fetter oder so. Also ich grabe es einfach mal aus und dann gucken wir mal. Es muss ja nicht unbedingt Müll sein. Oh ja, ist auch wirklich sehr einfach auszugraben und schaut euch das an. Wir haben es hier auch direkt. Ja, es ist ein Ring. Es ist zwar kein Ring zum Anstecken, sondern ein Ring von irgendwas anderem. Also einen Heiratsantrag kann ich damit Amy leider nicht machen. Jedenfalls weiß ich jetzt, was das halt war. Und das nächste unsaubere Signal, also auch irgendwas mit Eisen. Komm, wir gucken einfach mal. Alter! Junge, das ist ja gigantisch groß. Wow. Hä? Alter Freunde, was ist das? Ich muss mal ein bisschen sauber machen, ey. Das ist einfach eine fette Stielhandgranate. Oder ist das irgendein Teil vom Traktor? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal vorne die Spezialisten fragen, ey. Sieht aus wie so eine Handglocke. Boah, das ist ja komplett aus Metall. Ja, Mann.
Ich finde, das sieht aus wie eine Klobürste. Ach Freunde, falls jemand von euch weiß, was das ist, schreibt mir bitte in die Kommentare. Wir konnten uns jetzt nicht darauf einigen, was das sein könnte. Ach komm, wenn wir schon mal beim Eisen angefangen haben, da können wir jetzt ja auch das nächste Eisensignal ausbuddeln, oder? Was sagt ihr? Ja komm, machen wir. Also das könnte ein Eisenrohr sein, Alter. Ich glaube, ich habe sogar schon gefühlt mit der Schaufel. Ja Mann, schaut euch das an. Ich habe das echt direkt mit der Schaufel erwischt. Und bestimmt wird jemand von euch mir sagen können, was das mal gewesen ist. Übrigens, kurze Frage an dieser Stelle. Was meint ihr? Soll ich in Zukunft solche Eisensignale immer ausgraben? Weil es kann ja schon was Interessantes dabei sein. Oder soll ich die eher weglassen? Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich lege das jetzt hier mal zur Seite, denn das ist ein bisschen schwierig auf die Dauer mitzuschleppen. Das Loch machen wir wieder schön vorbildlich zu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Fund. Was hast du gefunden? Alter, komm mal her, bitte. Was hast du für ein Signal? 17. Boah, wow, geil, Maria, Alter. Mit dem Baby. Krass, Mann. Ich jag dir mal ganz kurz durchs Coinpad, ey. Boah, der ist mega schön. Uff. Und Rückseite ist Maria, oder? Mit diesem Baby. Guck, da ist sogar noch die Öse dran, ey. Nächstes Signal, Freunde. Alter. Das ist ein richtig gutes Signal, das sage ich euch. Schwankt überhaupt nicht. Sehr, sehr stabiles. 13er. Das muss doch jetzt mal was Gutes sein hier, ey. Oh yeah. Oh yeah, ich sehe schon, Freunde. Oha, Alter. Schaut euch das an. Das ist eine Münze. Oh ja, Mann. Ist das nicht schön? Oh, das ist doch keine Münze. Das ist ein alter Knopf, Alter. Aber richtig schöner Knopf. Oha, Alter. Geil, Mann. So, schieben wir den hier kurz durch. Wow. Geiler Zustand auf jeden Fall. Sehr schöner Knopf. Geil, Mann. Jetzt läuft's mal wieder, ey. Nach so vielen Müllfunden. Oh, Aimi hat wieder was richtig Schönes gefunden. Alter, wie groß das ist. Ah, krass, Mann, ey. Richtig schön, ne? Ja. Das wird dem Jan gefallen. Mhm. Freunde, wir sind fertig für heute und ich bin auch fix und fertig. Ich zeige euch jetzt nochmal zum Abschluss die ganzen Funde. Fangen wir erstmal an mit dem ganzen Müll. Schaut euch das an. Capri-Sun. Ja, ist auf jeden Fall auch nicht so alt, weil wenn das alt wäre, würde, glaube ich, Capri-Sonne draufstehen. Hier das kleine Hufeisen, das war ganz nett. Patronenhülse war auch dabei. Ansonsten hier ein großer Ring, noch eine Patronenhülse. Alter, Schatz, wie viele Patronenhülsen hast du denn gefunden? Ich habe nicht eine einzige gefunden. Das hier, ich weiß nicht, ob das so eine große Signalpatrone sein könnte, aber ich glaube, das ist eher ein Rohr, oder? Was sagt ihr dazu? Das war auch richtig schön. Halbe Glocke. Und ansonsten hier vorne die schönen Funde. Ich weiß gar nicht, was das Highlight des Tages ist. Die Münze, die ich am Anfang gefunden habe? Ne, würde ich nicht sagen. Da kann man nämlich nicht mehr so viel erkennen. Ich würde schon sagen, der Anhänger ist der beste Fund des Tages. Oder, habe ich ganz vergessen hier rauszulegen, der Hund hier, den könnte ich eigentlich nochmal sauber machen, oder? Oh yeah, jawohl. Hier, schaut euch das an. Das könnte auch der Fund des Tages sein. Richtig schön. Was sagst du dazu? Ich weiß es nicht. Also, es könnte richtig, richtig alt sein, das Teil. Könnte aber auch einfach so eine Spielfigur sein oder doch was vom Auto vorne. So, weißt du, wie Rolls Royce einfach ein Windhund vorne drauf. Ich glaube wirklich. Echt? Ich glaube, es gibt eine Fahrradmarke, aber das ist zu, die Figur ist zu gut, zu gut erhalten oder zu die gut. Ist zu gut, ja, ein gutes Material, einfach Bronze. Schon unnormal. Gut, Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gut unterhalten. Wenn ihr noch mehr Schatzsuche sehen wollt, Daumen hoch. Hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen. Wir sehen uns. Schatz. Ja, wir sehen uns. Peace.